Das Zitat des ehemaligen Arbeitsministers Norbert Blüm zur Rente kennt vermutlich jeder. Und wenn man mit Expertinnen und Experten darüber spricht, sagen die meistens auch, stimmt ja auch, was er gesagt hat. Aber weder zur Höhe der Beiträge noch zur Höhe der Renten hat er etwas gesagt. Doch wie groß sind eigentlich unsere Herausforderungen im Rentensystem? Wie werden sich die Renten entwickeln? Und warum spielt da insbesondere die Generationengerechtigkeit eine wichtige Rolle? Wir sprechen drüber in dieser Sonderfolge von Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge rund um das Thema Rente und Altersvorsorge. Aber nicht nur darüber kann ich mit meinem heutigen Gesprächspartner sprechen. Nein, er ist auch noch Glücksforscher oder wir nennen es mal besser Zufriedenheitsforscher vielleicht, weil es hat gar nicht so viel mit Glück, sondern mehr mit Zufriedenheit zu tun. Bei mir heute hier im gläsernen Studio auf der Messe ist Professor Bernd Raffelhüschen, hallo und herzlich willkommen. Hallo, danke, wie's war. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, nochmal der Hinweis, heute hört sich vielleicht alles ein bisschen anders an als in unserem normalen Studio, denn wir sind hier auf einer Messe, deswegen gibt's vielleicht das ein oder andere Hintergrundgeräusch, lassen sich also davon nicht stören und nicht ablenken. Wenn man über das Thema Rente spricht, fällt einem ja tatsächlich immer Herr Blüm ein mit seinem Ausspruch, die Rente ist sicher. Das ist ja nun schon einige Zeit her und ich habe mal nachgeguckt, es ist zum Zeitpunkt der Aufnahme ziemlich genau 25 Jahre her, dass er das gesagt hat. Und Sie waren ja damals auch schon mit dem Thema Altersvorsorge unterwegs. Vielleicht nehmen Sie uns mal mit zurück in diese Zeit 1997. Was war denn da los? Warum kam es denn zu diesem Ausspruch, die Rente ist sicher? Ja gut, die Diskussion war damals ja schon geprägt von der Demografie. Wir wussten, der Pillenknick ist schon ein Vierteljahrhundert alt. Wir wussten, da wird was fehlen. Die eine Seite des Generationenvertrages wird sehr stark sich vermehren, nämlich die Rentner. Und die andere Seite des Generationenvertrages, die Zahler, wird sich deutlich nach unten schrauben. Die Facharbeiterdiskussion, die wir jetzt führen, ist natürlich genau das, was wir damals schon gesagt haben. Wir haben alles richtig projiziert. Alles, was jetzt eintritt, haben wir vorher gesagt. Herr Blüm hat eben halt gesagt, dass der Pillenknick was Vorübergehendes ist. Und damit hat er kein Recht behalten, sondern wir Demografen haben Recht behalten. Also man soll vielleicht doch hin und wieder mal eher auf die Wissenschaft setzen als auf die Politik. Ja, sagt man immer das Umlagesystem, so nennt man ja unser Rentensystem, es ist ja ein Umlagesystem, das krankt per se an der Demografie. Vielleicht erklären Sie unseren Zuhörern nochmal ganz kurz, was ist denn eigentlich das Problem des Umlagesystems und wie funktioniert es in etwa, in kurzen Worten? Also das umlagefinanzierte Sozialversicherungssystem war auch nicht die ursprüngliche Idee von Bismarck, aber es funktioniert so, dass alles das, was reinkommt an Beiträgen als Rente, auch tatsächlich ausgeschüttet wird. So, das heißt, jedes Jahr nehme ich ein von den Jungen und ich gebe es aus an die Alten. Bei einer Bevölkerungspyramide, die wirklich unten breit und oben spitz ist, habe ich viele Menschen in der Mitte als Erwerbsperson und wenig oben in der Spitze als Rentner. Das ist eben halt anders geworden. Wir haben richtig rausgebrochen. Die ganze Pyramide hat überhaupt keine Basis mehr, weil wir seit Generationen im Grunde genommen jetzt inzwischen eine niedrige Fertilität haben. Darüber hinaus gibt es eine hohe Langlebigkeit. Das heißt, die Alten bleiben auch noch länger, werden mehr und müssen von immer weniger Jungen finanziert werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn Sie so eine Umlage haben und Sie haben die nur. Das Problem ist ja nicht, dass ich eine umlagefinanzierte Alterssicherung habe, sondern dass ich alle Eier in diesen Korb gelegt habe und im Grunde genommen alles auf eine Karte gesetzt habe. In Deutschland haben wir 85% in Umlage finanziert und nur 10% vielleicht in der betrieblichen Altersvorsorge in Kapitaldeckung. Und so kamen wir in den 80er Jahren eigentlich zu der Empfehlung, bitteschön, wenn ihr auf zwei Beinen steht, dann nimmt doch die Beine in etwa gleichgewichtig, denn so steht man am besten. Geht weg von Umlage zum Teil hin zu mehr Kapitaldeckung und macht sozusagen ein Gleichgewicht aus der Sache. Aber da waren wir natürlich völlig verschrien als absurde Wissenschaftler, als Bestochener der Versicherungswirtschaft, als und so weiter und so fort. Davon wollte man nichts hören. Das haben wir dann nicht gemacht und jetzt haben wir das Malheur, denn die Alten von heute hätten eigentlich Altersvorsorge deutlich mehr betreiben müssen, gegeben, dass ihre Kinder das nicht leisten werden, denn die Beiträge würden für den Fall, dass wir das Leistungsniveau halten, natürlich in unendliche Höhen geschraubt. Mhm. Da kommt so ein bisschen ja das Thema Generationengerechtigkeit raus bei Ihnen immer in den Vorträgen, die Sie auch halten, die Sie auch hier heute gehalten haben auf der Messe. Was steckt denn genau hinter dem, das klingt ja wie ein sehr schwergewichtiges Wort, Generationengerechtigkeit. Was steckt denn dahinter in Bezug auf die Altersvorsorge? Was ist daran gerecht oder ungerecht vielleicht auch derzeit? Also der Punkt ist,
wir benutzen eigentlich den Begriff Gerechtigkeit gar nicht so sehr gerne, weil wir ihn nicht wirklich füllen können. Jeder von uns hat eine andere Auffassung von Gerechtigkeit. Und wenn jeder von uns was anderes darunter versteht, das wäre dasselbe, als wenn wir uns über unsere Körpertemperatur unterhalten und jeder von uns hat eine andere Skala. Wozu? Und der Fairness oder intergenerative Fairness oder intergenerative Verteilungsgerechtigkeit könnte man vielleicht irgendwie adressieren, dass wir die Generationen im Zeitablauf ähnlich stellen wollen. Also auf gut Deutsch, wenn zum Beispiel unsere Großväter ein Fünftel für die Rentner bezahlt haben und unsere Väter das auch tun und wir es auch machen, dann stellt sich natürlich die Frage, warum unsere Kinder unter Umständen viel mehr zahlen müssen, als wir es getan haben. Der Grund ist natürlich klar, weil wir viel mehr Rentner sind. Also wir, meine ich jetzt meine Generation, die geburtenstarken Jahrgänge. Wir sind halt viele und dafür können unsere Kinder nichts. Aber dass unsere Kinder so wenig sind, dafür können natürlich wir was. Insofern wäre die natürliche Umlage der demografischen Last eigentlich die, dass wir die nicht auf die Schultern unserer Kinder legen, denn die können ja wie gesagt nichts dafür, dass sie wenig sind, sondern dass wir die auf unsere eigenen Schultern nehmen. Das heißt, die Beiträge reduzieren. Den Leistungsempfänger müssen bereit sein, weniger Geld zu bekommen. Ganz genau, das ist der Punkt. Wir müssen, um die Akzeptanz des Generationenvertrages wiederherzustellen, den jungen Menschen sagen, ihr werdet dasselbe zahlen wie das, was wir alle zuvor auch schon bezahlt haben. Und wir werden damit auskommen. Dass das dann weniger für uns ist, spielt jetzt keine Rolle. Damit seid ihr aber in der Situation, dass eure Rente sicher ist und ihr könnt natürlich, weil ihr Zeit habt, über privat ersetzende Altersvorsorge oder betrieblich ersetzende Altersvorsorge euch den Lebensstandard sichern. Das Problem ist, dass wir 30 Jahre lang Menschen erzählt haben, sie brauchen keine Kapitaldeckung, sie brauchen keine privat ersetzende Altersvorsorge. Der Staat wird es schon richten. Und jetzt kommt der Staat. Die Rente ist sicher. Die Rente ist sicher, da waren wir genau am Vorn. Jetzt kommt der Staat und muss leider sagen, ja, die Rente könnte im Leistungsniveau bleiben, wie es ist. Dann haben wir aber Beiträge, die sind inakzeptabel für unsere Kinder. Oder wir lassen die Beiträge konstant, dann ist das Leistungsniveau inakzeptabel für die Alten. So, und wo liegt die politische Mehrheit? Ja, nicht bei den Kindern, die sind ja zu wenig. Das heißt aber, das Problem, das klingt jetzt so ein bisschen sehr sarkastisch, aber das Problem wird sich ja im Zeitablauf dann irgendwann auch wieder ändern oder verschieben, weil eben die Älteren ja, die jetzt viele sind und einen sehr großen Überbau haben, irgendwann ja nicht mehr da sein werden. Das ist der Punkt. In dem Moment, wo die geburtenstarken Jahrgänge nicht mehr da sind, haben wir eigentlich kein großes Problem mehr, weil wir dann wenige haben, die zu finanzieren sind durch wenige. Aber zwischendurch haben wir ja mit unseren Kindern, also den Kindern der Generation der geburtenstarken Jahrgänge, haben wir mit diesen Kindern ja ganz wenige, die ganz viele und die das auch noch ganz lang finanzieren mussten. Das heißt, eigentlich ist das Problem nicht die Sicherheit der Rente. Auch unsere Kinder werden eine sichere Rente bekommen. Sie wird bloß eine Basisversorgung für die sein. Und die haben auch die Möglichkeit, privat ersetzend oder betrieblich ersetzend was zu tun. Nur wenn wir dann sagen, gleichzeitig müssen wir aber 30% von eurem Einkommen leider für unsere Renten aufbrauchen, wird es natürlich dann eng. Jetzt reden wir immer über Probleme, aber eigentlich müssen ja Lösungen her. Und da kann man ja auf die Idee kommen, mal zu gucken, wie läuft es eigentlich in anderen Ländern? Wie läuft es in den USA? Wie läuft es in Großbritannien, in Italien, vielleicht auch in Norwegen, Dänemark? Welche Länder wären denn da Vorbilder und welche Länder sollte man denn da besser nicht als Vorbild nehmen? Man sollte immer erstmal vorsichtig sein. Also Vorbilder sucht man ja bis zur Pubertät und sobald man erwachsen ist, lässt man das. Vorbild ist die Kirschen in Nachbars Garten, die schmecken immer besser. Aber wenn der Kirschbaum in meinem Garten steht, sind die Kirschen wieder genauso wie meine auch. Also wir haben eine Rentenversicherung, die ja eigentlich verlässlich ist. Die Basisversorgung ist eine verlässlichere Finanzierungsquelle. Wir stecken eben mal zu stark und zu großes Gewicht auf die Umlage. Und da müssen wir dran bauen und dran basteln. Das wird für die jungen Menschen garantiert auch geschehen und wird auch akzeptiert sein. Ich glaube, die Jungen sind viel, viel offener gegenüber der Kapitaldeckung, als die Alten es waren. Das glaube ich auch, ja. So, und deshalb haben wir eigentlich bei den Jungen also ich sehe da keine große Problematik. Die Problematik ist, wie kriege ich die heutigen, sagen wir mal, schon gereiften Alten da rein? Und da muss man ganz klar sagen, wir haben 30 Jahre lang Fehler gemacht und das ist nicht revidierbar. Die Fehler der Vergangenheit müssen wir jetzt ausbaden. Denn nochmal, Kapitaldeckung dauert 30 Jahre. Und ich habe als 50-, 60-Jähriger keine Zeit, 30 Jahre zu warten. Aber das ist ja genau das Problem. Wie kriegen wir denn den Übergang hin von, sag ich mal, dem eher hauptsächlich umlagefinanzierten System hin zu einem
nur noch teilweise umlagefinanzierten System und kapitalgedeckten System auf der anderen Seite, wie auch immer diese Kapitaldeckung aussieht. Das kann eine zusätzliche Versicherung sein, das kann Aktiensparen sein oder ähnliches. Ja. Also da gibt es ja die verschiedensten Modelle. Ja. Sag mal, den Schalter kann man ja nicht hart umlegen, das müsste ja wahrscheinlich irgendwie so ein schleichender Prozess sein, oder? Genau, wir brauchen eben halt eine sukzessive Bewegung hin zu mehr Kapitaldeckung und weniger Umlage. Die Pfade dafür sind beschrieben, das haben wir schon in den 90er Jahren immer wieder gesagt, wie man das machen soll. Wir haben ja auch Länder wie Dänemark, wie Schweden, wie Norwegen, wie die Niederlande, wie England, wie auch die USA, wo die entsprechenden Dinge ja auch schon in die richtige Richtung gelenkt worden sind. Da sind wir eben halt spät dran. Und wer 30 Jahre lang pennt, der kriegt halt dann nachher eine Rechnung. Und die Rechnung heißt, denjenigen geburtenstarken Jahrgängen, die das nicht ernst genommen haben und die wirklich 100% sich verlassen haben auf den Staat, denjenigen kann man nicht mehr helfen. Weil das Instrument dazu wäre die Kapitaldeckung der Vergangenheit. Aber ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Ja? Wir hätten das eben halt 1992 oder 1998, so wie Schweden oder Norwegen oder sonst was machen müssen. Aber das haben wir verpennt. Und diese Sachen sind leider nicht mehr hinzubekommen. Da muss man dann den Leuten sagen, dass sie halt einfach einen geringeren Lebensstandard haben. Das heißt aber, die Länder in Nordeuropa, die haben diesen Wechsel eigentlich schon gut hinbekommen. Im Süden Europas sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Ganz also böse. Genau, da haben wir ein ähnliches Problem wie wahrscheinlich in Deutschland oder sogar noch verschärft. Na, die südeuropäischen Länder sind verschärft, die Problematik, weil die haben einen Rentenzugang, der unter 60 liegt. Die haben im Grunde genommen die Rente als Garantielohn im Alter, wo man dann zusätzlich noch arbeiten darf, was man will. Das ist so eine Art Alterseinkommen neben dem Arbeitseinkommen. Okay. Und das ist natürlich eine Absurdität. Mhm. Auch Österreich hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Die haben ein riesenhohes Rentenniveau, das sie nicht finanzieren können. Also es gibt auch Schlimmeres als Deutschland. Also wir sind da so, schwimmen da im Mittelfeld. Ja, wir haben also große Herausforderungen, die vor uns liegen, was das Rentensystem angeht. Wir haben noch ein paar andere Herausforderungen uns liegen mit der Klimakrise. Aber das ist eben auch ein Teil dessen, sag ich mal, das spielt alles irgendwie auch so ein bisschen zusammen. Ja, wobei man muss da die Dimension mal sich auch klar machen. Also nochmal, das Problem der deutschen Rentenversicherung ist ein hundertprozentig deutsches Problem. Mhm. Das Problem der Klimakrise können wir in Deutschland zu 1% lösen, weil mehr haben wir nicht als Anteil. Und selbst wenn wir nichts mehr an CO2 ausstoßen, ist das Klimaproblem immer noch in der genau gleichen Weise da wie vorher auch. Mhm. Also ich würde Fridays for Future mal knicken und schlichtweg mal langsam sagen, für die Nachhaltigkeit der fiskalischen Systeme sollten die Jungen auf die Straße gehen. Denn damit haben sie viel, viel mehr Probleme als mit den anderen Geschichten. Da haben sie nämlich kaum Einfluss. Mhm. Auch spannend. Sie sind ja jetzt nicht nur Volkswirt, das ist quasi Ihr Hauptberuf, würde ich mal sagen. Sie haben sich jetzt auch dem Thema Glücksforschung oder Zufriedenheitsforschung ist vielleicht, glaube ich, ein bisschen besser gesagt. Aber das ist auch Volkswirtschaft. Verschrieben, genau. Es klingt immer so ein bisschen esoterisch, das Ganze. Nee. Vielleicht holen Sie uns nochmal ab. Was ist denn überhaupt Glücksforschung, Zufriedenheitsforschung? Was steckt denn dahinter? Und was erreicht man denn damit? Was ist denn der praktische Nutzen dessen überhaupt? Also die Zufriedenheitsforschung oder Glücksforschung, im Englischen heißt das ja Happiness Economics. Und eigentlich ist die Glücksforschung eine falsche Übersetzung, denn Happiness im Englischen bedeutet ja nicht Glück. Deswegen habe ich immer schon Zufriedenheit gesagt, eben, weil das passt es eigentlich besser. Der Lucky Man ist der glückliche Mann. Mhm. Der hat eben halt einen Lottogewinn gemacht. Und einen Lottogewinn zu berechnen ist Statistik 1 im ersten Semester. Das kann jeder, der mal irgendwo reingeschnuppert hat in Statistik. Ja, 1 zu 140 Millionen wird ja immer auch noch dazu gesagt. Genau, ne, das wird ja auch so gesagt. Und das ist Glück. Glück ist, bei Rot über die Ampel zu laufen und nicht überfahren zu werden. Oder Glück ist ein Lottogewinn. Oder Glück ist und so weiter. Zufriedenheit ist eine subjektive Einschätzung. Und die subjektive Einschätzung fragen wir auf einer Skala von 0 bis 10 halt immer ab. Wir fragen die Menschen auf einer Skala, 0 ist eben halt absolut Frust und 10 ist total zufrieden mit dem Leben. Fragen wir die Leute ab und dann fragen wir die Leute nach 10.000 verschiedenen anderen Dingen. Einkommen, Partnerschaft, Ehe, Kinder, Hund. Wir kriegen sozusagen so eine Art gläsernen Menschen davor und dann versuchen wir natürlich herauszufinden, was macht zufrieden. Mhm. Und das ist eigentlich die Zufriedenheitsforschung, Kausalitäten, die hinter der Zufriedenheit liegen, zu setzen. Weil bislang haben wir ja immer Wohlfahrtsmessungen in der Volkswirtschaftslehre gemacht als Kohle, also BIP pro Kopf, also Lohn pro Kopf oder wie auch immer. Das war unser Wohlfahrtsindikator bislang und zwar unser einziger. Aber was wir in der Glücksforschung oder Zufriedenheitsforschung herausfinden ist, das ist auch ein Faktor für Zufriedenheit, aber nur auch. Es gibt noch mehr. Mhm.
Jetzt bringen wir die beiden Themen mal zusammen. Zufriedenheitsforschung auf der einen Seite, also wie zufrieden sind die Menschen? Auf der anderen Seite Rente und Altersvorsorge. Wie wichtig ist denn eine abgesicherte Zukunft für die Zufriedenheit? Und welche Länder sind denn besonders zufrieden eigentlich? Das sind so zwei Fragen, die vielleicht nochmal ganz interessant sind. Also für Alte ist die Altersvorsorge natürlich ein Hort von Zufriedenheit. Je besser man seinen Lebensstandard halten kann, desto zufrieden ist man im Alter. Wobei die Alten tatsächlich die eher zufriedeneren Teile der Bevölkerung sind. Also man ist am Anfang des Lebens und am Ende, das sind diese U-förmigen Verteilungen, am Anfang und am Ende des Lebens ist man eigentlich zufriedener als in der Mitte. Mhm. Weil Anfang ist eben halt blauäugig, der Junge weiß ja gar nicht, was einem vor ihm zukommt so irgendwie. Der Mittelalte hat seinen Frust mit Job, mit Scheidung, mit Karriere und dies und jenes. Und der Alte, der kriegt so dieses, naja, nun habe ich es mal geschafft so irgendwie. Mhm. Und diese Alterszufriedenheit, so, die entwickelt sich da. Die ist sehr typisch für alle Länder und deshalb sind die Alten eigentlich meistens relativ gut gestellt, was die Zufriedenheit angeht. Und merkt man in der Zufriedenheit auch, verändert sich das sehr stark über den Zeitablauf oder ist das eigentlich eine Konstante? Wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, über Deutschland gesehen, die Deutschen sind einfach immer gleich zufrieden oder merkt man da auch Bewegungen jetzt zum Beispiel in der Corona-Pandemie, war die Zufriedenheit vielleicht geringer, bricht das dann ein und wird wieder besser? Wie bewegt sich massiv. Das? Massiv. Also wir haben vor Corona eigentlich 10 Jahre lang nur einen Anstieg der Zufriedenheit beobachtet, haben 10 Jahre lang gesehen, dass Ost und West sich angenähert haben. Das war mal sehr unterschiedlich. Und Corona kam und hat natürlich richtig reingehauen. Und nach Corona, jetzt ist ja auch wieder Ukraine, also es sind immer diese Krisensituationen. Da spielen natürlich auch Medienberichte eine ganz, ganz große Rolle. Die Medien sind immer die Panikmacher Nummer eins. Man sollte eigentlich besser keine Zeitungen lesen, sondern eher... Wahrscheinlich auch bei der Rente immer so ein Thema, ne? Ja, ja, das ist immer ganz wild. Also das Statistische Jahrbuch ist eine bessere Lektüre für solche Dinge. So, und Da muss man sagen, Corona hat uns also runtergezogen auf ein Level von vor 10, 15 Jahren in etwa. Aber wir sind wahrscheinlich wieder auch demnächst am ansteigenden Ast oder konstant. Man weiß es nicht. Aber in Europa sind wir jedenfalls nicht so schlecht bestellt. Wir sind so im oberen Mittelfeld der Zufriedenheit im internationalen Vergleich. Gut, dann biegen wir langsam mal auf die Zielgerade ein hier bei unserem Podcast. Ich habe jetzt mir noch 3 Sachen ausgedacht. Ich fange jetzt mal 3 Sätze an und Sie vervollständigen die einfach mal ganz spontan. Meine Generation muss in Zukunft... Muss erkennen, dass sie das Problem ist und dass sie zur Lösung dieses Problems eigene Beiträge leisten muss. Die junge Generation, der empfehle ich... Mal mit den Eltern darüber zu reden, was die eigentlich selber bezahlt haben, damit wir vielleicht zu einer fairen und damit gleichen Lösung bekommen in den sozialen Sicherungssystemen über die Generationen hinweg. Und der letzte Satz, die wichtigste Regel bei der Altersvorsorge ist? Das ist das, was mein Opa gesagt hat, nie alle Eier in einen Korb. Genau, also möglichst breit streuen und sie nicht auf einem Bein stehen. Wir müssen das einfach klar machen. Alterssicherung, Anlage. Heißt Diversifikation und Ratierlichkeit. Ich muss langsam rein, ich muss diversifiziert anlegen und ich muss langsam raus. Ja, das sind doch weise Worte zum Ende des Podcasts. Vielen Dank für die vielen Denkanstöße, möchte ich fast sagen, die wir bekommen haben und für die vielen nachdenkenswerten Gedanken, die hier drin waren. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, auch selber nochmal drüber nachzudenken, wie habe ich mich eigentlich von der Altersvorsorge aufgestellt, was haben meine Eltern gemacht oder auch nicht gemacht. Ja, das ist nämlich auch ganz interessant, wenn man das mal reflektiert. Also vielen Dank dafür auf jeden Fall. Das war's für heute von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.